Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Tourenkarte, Version 3.0. Wir machen jetzt weiter mit Leermachen von Düngermaschinen. Die machen wir aus. Den lassen wir alle Ruhe mal voll machen und dann werden wir sehen, dass wir die Düngerdinger hier entleeren und verkaufen. Aber erst wenn wir komplett leeren und entsprechend entsorgen. Da ist der Fach nicht drin, also von daher wäre der Verlust gering. Praktisch zwei volle Paletten und den Rest. Aber den machen wir trotzdem leer, ne? Oh. Upp. Ja, gut, ganz anders. Den stellen wir jetzt mal hier rechts weg. Den Traktor, den behalten wir so, das ist Original, das wird nicht verkauft. Also Originalmaschinen werden einfach nicht verkauft. So, dann nehmen wir hier den nächsten. Ich muss schon sagen, muss die Geräte haben so keine Probleme, wie gesagt. Nur wenn ich jetzt einen Ordner bezieht, säubere, im großen, also im 4 GB Prinzip, dann kann schon sein, dass ich da ein oder anderen mit oder ohne Absicht trotzdem lösche und dann hinterher feststelle, oh, da fehlt. Ne? Und so machen wir das mal entsprechend erstmal weg, verkaufen wir das und dann sollte es die Probleme nicht mehr geben. Beziehungsweise dann haben wir ein weniger. Jetzt die Dönerfeuer würde ich gerne wieder nehmen. Die waren gut, sind ein bisschen größer als die Original. Der Kalk ist gut, ne? Gebe ich ehrlich zu. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so das Problem. Yeah. Stellen wir mal hin. Da hängen wir ab. Und holen den nächsten. Wollte ja keinen Dünger verschenken. Und deswegen mache ich die alle leer. Und habe ich nur 3 gehabt. Schon oder spüren noch einige auf dem Feld rum. Das könnte auch sein, also das schließe ich mal jetzt nicht aus, ne? Von weitem kann man nicht erkennen, was ist das, unser Auto. So von Auto einfach, das ist ein Gewicht, glaube ich. Da haben wir noch einen. Okay. Diese Autodrive nutze ich versuch gar nicht. Das war anfangs mal so eine Versuch. Mir persönlich war das ein bisschen zu viel. Und der Aufwand, die ganzen Kurse einzufahren, ist mir extrem hoch. Ja, alles. Und ein ganzes Video auch. Aber die ganze Funktion nutzen zu können, muss man richtig reinkommen in Materie. Und da ist mir das echt ein bisschen umständlich, was zu machen. Obwohl es hier von der Felde her gut wäre. Aber wie gesagt, wenn du nur ein Gerät pro Feld hast, ist es, dann macht es gut funktionieren. Aber da ich ja über den großen Feld dann nicht mit einem Gerät arbeiten kann, dann muss er mindestens 2-3 ran bei den größeren. Dann ist es ja schwierig, ne? Da kann ich lieber Überführungsmodus fahren und dann Überladewagen und dann entsprechend das Zeug wegfahren lassen. Das geht dann besser. Weil wenn es ja so auch ist und es brauchen ewig lange, bis sie so ein Gerät entladen haben und bei Kursplay teilweise die anderen im Haufen fahren, ne, das muss ich nicht antun. So, dann mal löschen gleich.
Das muss dann so nicht sein. So, einmal läuft. Ja, jetzt ist der Kessel nachher. Wir Wochen zu Ende. Wahnsinn. Fast nichts von gemerkt. Ja, bis 9:30 geschlafen. War richtig gut. Ausgeschlafen, kann man sagen. So. Hier war mal leer. Leer. Haben wir alle leer, ne? Oder? Ne, der Schwarz ist noch. Der Schwarz ist noch. Der dunkle, blau oder so. Ah, blau. Dunkelblau, oder? Schwarz? Ah, doch eher schwarz, ne? Dann machen so nach und nach hier Ordnung im System. Obwohl 4 brauche ich normalerweise nicht. Obwohl, naja, 4. Hätten wir 2 müssen wir ausreichen. Missionen und so, das werden wir so nicht machen. Im Großen und Ganzen, ich bin da echt Mission. Naja gut, man kann es ja tun, ne? Aber was mir persönlich stört bei Missionen, ist ja das Problem, dass die Missionen vom Geldverdienen her sowas von ungleichmäßig sind. Also mit Düngen kann man reich werden. Gut. Mit Aussaat, das verdienst du gerade mal dein Geld. Und bei der Ernte ist auch schwierig schon so Gewinn zu machen. Und beim Flügen und Gruppern, da hört es auf, ne? Da verdienst du gut wie nichts. Aber das ist halt so, ne? Wenn jetzt auch obendrein noch ja, Helfer nimmst oder Kursplayfahrer, der ja normalerweise Geld kostet, bei mir zurzeit nicht, normalerweise auch nicht. Deswegen auch ein Grund, warum ich sage jetzt mal runter, obwohl ich glaube, Kursplay wird deswegen nicht anders werden, weiß ich nicht. Ob ich dann mal eine Saison ohne Kursplay spielen muss, könnte sein, ne? Oder irgendjemand? Wieso geht das nicht weiter hier? Muss ich mal schauen. So, das Gerät hinten haben wir jetzt aktiviert. Dann müssen wir nach vorne. War das jetzt aufgehängt? Vorne, ne? Ja. Da war die aufgehängt. Und da kommen die rein. Mittlere Welt. Kommen wir jetzt rein. Gut, solange so läuft, ne? Hier auch nicht. Jetzt geht's. Motor starten, Junge.
Aber der arbeitet sauber, ne? Reihe für Reihe, ne? Ist gut. Gefällt mir. Wird bald wieder aufhören. Wird bald wieder. Und dann lassen wir mal wegarbeiten, ne? Naja. Wir müssen da ein bisschen dicht heranfahren. Das ist auch nichts. Bisschen mehr nach links. Dass er alles kriegt. Er hat ja nicht alles genommen, ne? Untere Ende ja nicht. So, das nicht. So. Klar, muss er starten. Wo ist überhaupt der Auspuff hier? Aber das hängt noch nicht an. Das ist so hier. Aber wie er genau weiß, ach, jetzt ist Stopp. Hier kommt kein nächstes Förderband. Obwohl das schon mal ganz gut ist, ne? Also. Muss man dazu sagen, ne? Also schon mal. Rein geht's. Raus weiter geht's nicht, ne? Rein geht's. Achso, wieder rechts. Oh, da geht aber drauf. Geht dann noch was? Ja, kann ein bisschen arbeiten. Einmal aus. Ist dann die Umfeld, ne? Aber es funktioniert. Gut. Ja. Was machen wir jetzt? Weiter geht's mit. Achso, mit Einfüllen. Wir müssen ein bisschen hier Dünger aufräumen hier. Aber wie gesagt, einige Mods will ich drauf behalten, das wir mehr neu raufbringen später. Und dann sehen wir dann nach und nach, was entsprechend funktioniert und was nicht. So. Was ist das an? Jetzt machen wir dann eine Tastatur, geht das besser. Das ist schwierig zu finden, wo der Trigger ist, wenn nicht einmal eigentlich rein leer gehen. Hier sind einer leer, hier sind alle beide. Das ist die Originalgabel, ne? Die hochholen wir jetzt extra, ne? Vom Lager, also vom Händler. Das ist nicht so aufwendig. Ich wollte ja auch original mal List rausfahren, ne? Zumindest ein Kurbel. Kann ja sein, dass theoretisch nichts vorhanden ist, man sieht ihn nicht. Aber ja, nichts da. Ärgerlich, das ist halt so, ne? Im Frühjahr düngen. Vielleicht könnte man Raps noch düngen, aber könnte man Raps noch düngen, aber gut. Machen wir es früher. Ja. Macht es normalerweise mehr Sinn, weil im Winter wächst ja normalerweise nicht, wenn es kalt ist. Dann schauen wir noch alle schön reinfahren. Dann müssen wir schauen, ob es mir gelingt, einige Mods zu behalten. Eigentlich ja.
will nicht. Und leer, ihr Dicken, leer. Gut, ich hoffe, das soll es vor gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Und da ich immer Schüsse verkaufe. Und man sieht sie dann vielleicht nicht mehr. Tschüss.